Was ist denn das für eine Loadout hier? Ich kotz ab. Was habe ich denn hier für eine Waffe? Ja, ist so. Hier, direkt weg damit. Oh, fuck. Ach so, war nur eine Smoke. Okay. Oh. Was ist das denn hier? Was soll ich denn hier nehmen für eine Ausrüstung? Chefe, was nehme ich? Joi, sorry, ich bin einfach rausgejoint worden. Nett. Okay. Dann, Chefe, was für So, ein gib Ding uns nehmen mal wir denn? vernünftige Sachen hier, Alter. Ich hab Ja, das warte mal. kalte Paddy hat Kotzen. schon, Justin fehlt Oh, ich noch. hab schon, tatsächlich. War nicht Mann, aufgefallen. ich bin ja hier nicht umsonst hier, ja? G36, Nice. Alter, was ist das für ein Scheiß? So, Funkanal 50. Brauchen wir die Alter 51 oder so? Scheiß, Nee, Junge, brauchen wir weißt nicht. du, was hier noch für Loaders sind, Alter? Guck dir das mal an, was Ich da hab hier keinen los ist noch. Scope. Wie, du hast. Ah, oh, fuck, hat's hier wieder. Ah, oh, warte mal, Biert. Warte mal, Justin. Hat der einfach keinen Scope Ich hasse drauf? diesen Bug, den hatte ich letztes Mal auch schon. Ich habe jetzt ein neues Loadout gemacht. Immer noch keins, oder? Abliert. Mahlzeit. Ich geb's dir einfach so. Gib's ihm. Er kann ohne spielen. Scope. Echt geil. Sieht Elkan. so echt geil Wie aus. hieß das nochmal, Paddy? Was denn das Elkan Scope? Spectre? Das ist das. Ja, Elgan Spectre DR1. Also einfach und vierfach. Das hier. Ich hab's gefunden. So, wir gehen auf die 50 heute. Sicher, sicher. Ja, Kilo 6-0, ne? Für dich, Justin. Hallo. Nee. Kommt nochmal. Homecheck 6-0. Hallo. Ülüm. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. So, was jetzt mit Scope? Ich hasse es schon. Im Hast du es Inventory. nicht auf der Waffe drauf oder was? Ne, auf der Waffe hat Einmal. das nicht. Hä? Einmal mit Profis Jetzt arbeiten, weißt du? Alter, ich hasse diesen Bug, ne? Egal, ich Hast kann den auch zu ohne hart. spielen. Nee, nee, komm, ich geb dir schon eins. Jetzt gibt er dir eins. Dann gib mir deins, weil du hast eh Kilo. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Das. Jo, genau, Tobi. Immer noch keins. Da oben zeigt es wieder ihn kurz an und da wieder nicht mehr. Komm, ich pack jetzt meins rein, ne? Los, schieb's rein. Ja, Oh. irgendwann. Das denn tiefer. Das ist so groß. Du musst Meine Fresse. husten. Ja, jetzt gehen wir nicht steil hier, ja. Alter, was ist denn da los? Kannst du mir. Oder ist das ja. Hä? Hast du nicht Stein gerade ein anderes Ding gegeben? Jetzt ist er wieder anders? Nee, Stein habe ich noch keins gegeben. Okay, weil er gerade bei mir so durchgewechselt hat. Ja, das kannst du ja noch. Hier kannst du halt die alten holen. Ach so. Ich zieh mal meinen Helm schon mal an, ne? Ey, wie geil, So, er hat die Ari hat noch Pistole kein vorne. Loadout. Das sieht viel geil aus. So, was? Er hat die Pistole vorne, das sieht viel geil aus. Ja, stimmt. Stein noch. Bille, bille, bille. Voller Bille. Alle. Alle da? Ein, zwei, drei, vier, fünf, ja. Okay. Alles klar. Mission heute. Ich hab. Also vergesst mal die ganzen blauen und roten Markierungen drumherum. Heute geht's um Karkia oder Chakia, wie das heißt. Mit dem Fragezeichen Geisel. Dort ist eine Geisel von IDEP gefasst worden in einem von den zwei großen Gebäuden. Da weiß man nicht genau wo. Müsst ihr rausfinden. Es sind auf jeden Fall
Wie ist es hier nochmal? Opfer? Hier in Game? Ich glaube schon. Opfereinheiten platziert. Kleines Paramilitär. Sind nicht so krass ausgerüstet wie das normale Militär. Und wir werden dann per Fahrzeug verlegen. Ich muss mal gucken, was wir hier noch haben in der alten Base. Ich glaube, hier stehen noch Dingos rum. Also da steht auf jeden Fall schon mal ein Fahrzeug. Guck gerade drauf. Also, ja. Ich weiß noch nicht, ob die fix verbaut waren oder ob man die nehmen konnte. Also, müssen wir gleich mal testen, sonst gebe ich eins. Ja, das ist fest verbaut. Oh, das kann man fahren. Kann man das fahren oder das Ding? Ah ja, perfekt. Ich hab noch so einen Leopard an. Alles klar, ihr könnt theoretisch schon verlegen, wenn Justin nochmal was einzeichnen will oder eine Route einzeichnen will, dann feel Willst free. Willst du uns noch ich gruppieren? Ich bin über die 6. Was? Willst du uns noch gruppieren? Naja, mach ich gleich. Ja, wo sind wir am Flughafen, ne? Ja. Sag mal, wie ging das nochmal? Weiß nicht, irgendwie so uns alle auswählen und dann. Aber mal bleiben stehen. Erstmal bewegen. Let's go. Ja, ich musste erst wieder dahin, wo er gesagt hat, bleib mal stehen. Kommt man das nicht selber? Ja, warte, ich finde das schon noch aus. Ich mach's auf dem Weg. Ihr könnt schon mal starten, wenn ihr wollt. Also auf warte, ich zeichne gerade was ein. Wieso? Ich meine, auf dem Weg kopieren ist ein bisschen schwierig. Ne, er kann das ja. Ja, das geht schon. Wir können uns ja theoretisch auch selber machen. Wir können ja selber join Red und dann alle Red. Das funktioniert nicht. Oh. Das ist nur für die Untergruppen. Hm. Du kannst theoretisch aufs Justin gehen und dann join Group, glaube ich. Oder? Ja, das geht. Da steht bei mir join, 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 join. Join, 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 join. Bei mir steht bei dir join Group Echo. Da musst du an seinen Arsch dran gehen. Tja. Aha. Bei Markierung Fahrzeug abstellen, macht da mal eine Route zu einem zu einer Spielposition, Paddy und Stein. Alles klar. Irgendwo da in der Nähe, wo er denkt, wo es gut ist. Ah ja, dann die Markierung suchen, die du gesagt hast. Ist rechts vom Ort. Ich habe gerade nachgefragt. Rechts vom Ort. Gehen wir mal kurz ein bisschen. Hast du die Markierung gefunden? Ich sehe die gar nicht. Also alle ja, hier. Oh, wann? Du bist nicht in unserem Gruppenkanal, warte. Östlich von... Ja, okay. Er ist nicht in unserer Gruppe, deswegen sieht er das nicht. Das ist ein Problem. Und er wird es auch nicht sehen, wenn er jetzt beitretet. Yogi, ich kann meine Arbeit nicht machen, weil ich nicht in der Gruppe bin. Ja, warte mal, Sekunde. Besser. Ja, ja. Jetzt bin ich sowieso in der Gruppe drin, aber ich glaube, jetzt muss die Markierung neu gemacht werden, ne? Ja, warte, ich mal schon. Ja, check mal Map, sollte sich eigentlich aktualisieren. Ja, Gruppenmarkierungen bleiben, wenn man die einzeichnet und jemand kommt dazu, das wird nicht mehr angezeigt. Hm. Na, dann müsst ihr nochmal einzeichnen, sorry. Ja, ist egal. Ja, ist nicht schlimm. Machen wir jetzt einfach normal und fertig. Ist Rhodopoli so viel besetzt war von noch Feinden? Nicht. Rhodopoli besetzt von Feinden. So, hattest du jetzt nochmal neu gemacht, oder? Rhodopoli ist das besetzt von Feinden. Hat er eigentlich neu gemacht, ja. Ach, da, diese blauen Striche. Nee, da sehe ich nichts. Nee, da sehe ich keinen Marker. Warte, dann markiere ich das nochmal neu. Ganz hier so. Checkpoint. Ja, genau. Und der will dann Observation Point haben oder was? Ja, also Semi und der Ach so. Ah ja, das sehe ich jetzt, danke. Bitte. So, er möchte Observation haben. Ja, ich hätte gesagt, hier hast du, glaube ich, einen guten Winkel. Hier hast du auch noch ein bisschen Höhe dabei. Ja, wobei hier sind. Hier. Was mache ich denn jetzt nochmal? Nee. ECA, eine Minute.
Hä, wie mache ich denn da? Das hier könnte im Weg sein, deswegen würde ich eher sagen, dass entweder hier ein guter Observation-Punkt ist oder da. Da bist du zu nah am Lagerhaus dran. Ja, dann hier. Dann auf jeden Fall hier. Ja, ich zeichne es an. Dann warte, dann ich mach grad. Einfach ein Waypoint oder so. Oder so, genau. Jetzt machst du noch eine schöne Route von uns bis. Ach, bist schon dabei. Das war Justin. Warum auch immer in Blau? Bin ich auch gerade irritierend. Was bin ich gewesen? Ey, das ist der Oma Justin. Das ist halt auch ein bisschen Ja, irritierend. Welche Farbe Farbe willst du denn haben? nehmen wir nicht sonst immer Pink. schwarz? Pink? Oh, pink Nee. wäre auch nicht schlecht. Zivilist wäre so ein lila, pinke. Ja, also bin ich voll für hier so ein bisschen, weißt du? So, Normal. zack. Ach so, Okay, ja. seid ihr fertig? Yes. Ja, wir sind soweit fertig. Aufsitzen und verlegen nach Route. Frequenz 30, oder? Nee, 50. 50. 50. Wow, was? Kilo für Echo. Stein, du bist die 1, ne? Kilo hört. Bombe check. Du fährst. Oh, klar. Ich muss da gerade meinen Funkgerät noch umstellen. Wenn du mich ich auf 6-0 höre ich dich immer. Alter, hier sitzt man ja hoch. Konnte man das nicht irgendwie? Ich will vorne Eins sitzen. sitzt. Lass mich mal vorne Zwei sitzen. Sitz. Das ist nicht vorne. Das ist vorne. Kann ich denn vorne sitzen? Bring ein. Ich kann nicht vorne sitzen. Ist auch egal. Bist du zu klein dafür? Steig einfach ein. Ja, ich bin zu groß dafür. Ich kann hier kaum aus dem Cockpit rausgucken. Hier sitzt wieder. Drei. Gut, dann. Cool. Felly, sitzt du drin? Ja, aber auch eben gesagt, zwei sitzen. Eigentlich gehört, sorry. Dann los geht's. Alles klar. Ja, gemütlich umdrehen, würde ich sagen. Adieu, Yogi. Nee, hinter uns ist der Ausgang, ne? Kilo Falco. Er muss ja immer so im Slalom. Ich kann nicht aus dem Fenster rausgucken. Na, Echo jetzt auf dem Weg Ich glaube zum hier. Punkt. Ja. Fahrzeug Genau. abstellen, Und rechts rum. nördlich, nordöstlich von Shakia. Kommen. Echo so mit, Ende. Wir haben unbekannte Feindpräsenz in Rhodopoli, also da sollten wir unbedingt aufpassen, wie wir da lang fahren. Zwei, zeichnen Sie mir eine Route ein, optional. Naja, bin direkt dabei. Guck mal, dass wir irgendwie noch ein Stückchen weiter von Rhodopoli abkommen. Wobei, wenn wir weiter südlich fahren, fahren wir eher einen Berg hoch schon, ne? Ja, so ein kleines Am Stück mehr besten fahren geht. wir mit dem Fahrzeug nicht über Berge, also wenn, dann fahren wir im Tal lang. Ja. Ich habe es mal aktualisiert. Ja, hätte ich jetzt auch gemacht.
Und rechts können wir ja unterm Berg lang fahren. So in etwa. Dann haben wir quasi nur eine Querung von 1, 2, 3, 400 Metern, die von Rodopoli aus sichtbar ist ungefähr. Achso, erstmal übrigens absoluter Feuervorbehalt. So, Achtung, wir fahren jetzt Offroad weiter. Offroad, Alter! Das heißt, wir schießen nicht mal, wenn wir beschossen werden? Was? Wir schießen also nicht mal, wenn wir beschossen werden? Ja, Feuervorbehalt heißt, dass du erst schießt, sobald du beschossen bist oder eine Gefahr davon ausgeht. Achso. Heißt ja, wir behalten das Feuern vor. Alter. Du bist ein steinig hier. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Die Aussicht ist schön hier. Tja, der Zaun ist jetzt niedergemäht. Der arme Bauer. Echo. Echo somit. So, jetzt sind wir an der einen Straße von Rodopoli raus. Also wir haben immer noch Zivilbevölkerung in Shakir. Wir haben allerdings durch die Rebellen schon besetzte Orte etc. Also die randeln wohl richtig rum. Belagern quasi die Stadt. Richtige Helden. Ja. Habt ihr alle Schalli drauf und die Stöpsel im Ohr? Genau, und einmal Boni auf erstmal. Wir spielen erstmal nur. Oh, ja, dann muss mein Helm wieder ausziehen. Oh, ich kann. Eintreffen in 10. Kann man gar nicht einstellen, während man im Auto sitzt. Absetzen. 1, 2, 4. So, dann verlegen wir noch Route. Oh, warte mal. Du gibst Tempo, Haltung etc. an. Marsch, marsch. 2, 3, 4.
wir haben hohe Feindpräsenz im Dorf. Stadt, whatever. Muss auch gucken, dass wir irgendwie das Lagerhaus da mal in den Blick behalten, was da so abgeht. Kann auch sein, dass sie da eine kleine Militärbase errichtet haben oder sowas. Eins, alle abducken. Zwei. Drei. Auch alle auf Flüstern. So, wir sind halten. So, 1 und 2 vor auf B-Position, 3, 4 bleiben hinten. Dann gehen wir mal. Außer ihr könnt von hier auch gut spinnen, dann bleibt ihr hier. 1. Dann kann voran gleiten, ne? Also hinlegen. Ich habe Richtung 2, 4, 1000 Meter entfernt, zweimal. Paddy, komm mal ran auf den Meter. Komm. Na du? Ich glaube, wir halten hier Position. Wenn wir jetzt weiter runter gehen, haben wir keine Sicht mehr, weil das sind viel zu viele Bäume. Ja, dann bleiben wir hier oben, ist doch gut. So, wir müssen Richtung Westen, na, 240, okay, mal gucken hier. 240, da sind die beiden, ach guck mal, da sind die beiden Gebäude doch schon. Ja. Und hier eins haben Recht auf Hochhäuser, beziehungsweise Familienhäuser. Wiederholen. Hier eins haben Sicht auf Familienhäuser. Ja, check. Ich muss einmal kurz was klären, ich kann nichts im C-Tab einzeichnen. Ich korrigiere mal Position Wolf. Du musst ein Stückchen näher kommen, ich bin ein bisschen von dir weggerobbt. Ich korrigiere mal Position Wolf. Was? Nee, kannst du ruhig da lassen, ist egal. Das war ja nur grob. Aber ich sehe da direkt schon Soldaten vor der Tür. Ich sehe einen Marksman-Schützen auf 240 rechts vom Gebäude. Ist das ein. Ja, tatsächlich. Im Gebäude rechts in den Fenstern sehe ich unten rechts eine Person, nicht identifiziert, ob bewaffnet oder unbewaffnet. Ich finde es interessant, dass die Tür offen ist von dem linken Gebäude. Im linken Gebäude sehe ich gar nichts, kein Einblick. Was richtet sich denn jetzt hier das Getreide? Habt ihr schon was zum Einzeichnen? Was richtet sich denn hier wieder das Getreide auf? Geh weg. Ja, du hast ja den Marksman, den kannst du schon mal durchgeben. Hier eins. Melden einen Marksman neben der rechten Gebäude mitten im Compound. Ein weiterer Schütze im rechten Gebäude. Ja, das musst du ein bisschen klarer definieren, wo der steht mit Referenzpunkt. Hast du die blauen Container auf der rechten Seite im Blick? Check. Ungefähr 10 Meter davor. Marksman Schütze. Bei dem verrosteten Gebäude ungefähr, weil sehe ich von hier leider nicht. Ich sehe einen Zivilisten da rumrennen gerade, im blauen Shirt. Check mal C-Tab-Markierung, ob die so stimmt. Stein. Nee. Negativ. Ich markiere selbst. Justin, das ist näher an den Containern dran, eher vor den Containern zum Gebäude hin. So. Ich gebe dir mal die Koordinaten auf C-Tab durch. Links neben dem Gebäude ungefähr noch 20 bis 30 Meter drüber. Welches Gebäude und wo drüber? Also
drüber im Norden, oder? Ich habe mich eben unglücklich ausformuliert. Ich meinte, von so aus gesehen, über den Containern. Also quasi bis fast richtig. Das, er hat aber die falschen Container. Was sind die falschen Container? Ja, die Container her. Okay, dann sag bitte nächstes Mal nicht über, sondern einfach nördlich von den Containern. Das bringt mir auf jeden Fall mehr. Die Marke stimmt immer noch nicht. Ja, aber das sind doch die richtigen Container. Nee. Guck mal auf den C-Tab. Ja. Und links von der Geißel, von der Symbolik her, sind da nochmal zwei Container, ein bisschen ungefähr. Ach ja, scheiße, das ist ja nicht an der Ecke von den Gebäuden, sondern... Ja, genau. Ah. Geht ungefähr auf den, ich sag mal, 85 Meter. Ja, Justin, vergiss das. Ich habe jetzt auch einen Fehler gemacht, das sind die falschen Container. Die Container, die wir meinen, sind von dem Fragezeichen Geißel westlich. An der Ecke vom Compound. Check, da habe ich keine Einsicht drauf. Denn einfach auf westlich des südlichen großen Gebäude. Du siehst ja, wenn du westlich guckst, diese zwei grauen Container auf dem C-Tab und diese kurzen Zaunmauer. Da diese Container, davor steht der. Und noch ein zweiter Schütze. Check, näher am Gebäude. Ja, so ist richtig. Nice, ist danke. Näher am Gebäude. Was? Wo nochmal? Hab gar nicht zugehört. Oh, da steht jetzt noch einer draußen. Ja, genau. Ja, da hat sich noch einer dazugesellt. Der steht ein paar Meter neben dem. Mal wiederholen. Östlich. Es hat sich noch ein zweiter Schütze dazugesellt. Der steht 10 Meter entfernt von dem anderen Schützen. Welche Himmelsrichtung entfernt? Östlich hast du gesagt. Steht der nördlich, östlich, südlich von ihm? Gibt's durch über Funk? Ja, eins östlich. Danke. Ne, wenn du was siehst, kannst du ruhig. Check Map. Z-Tab. Ne, genau, ne. So ungefähr passt es, aber die stehen viel weiter in der Mitte. Ja, ist egal. Ja, das ist ja grobe Orientierung, dafür passt. Alles klar. Du hattest noch irgendwo einen im Gebäude drin, ja. Ne? Wenn du dich mal hier ein bisschen weiter auf meine Position begibst, unten rechts im Fenster, erstes Gebäude. Aber ich hab's nicht gesehen, ob bewaffnet oder unbewaffnet. Ist egal, gib die Person trotzdem durch. Eine weitere Meldung. Östlich von der Geiselmarkierung das Gebäude ganz oben im Fenster bzw. erster Stock. Person nicht identifiziert, ob bewaffnet oder unbewaffnet. Ist sie das die? Nördliche Verwaltungsgebäude? Positiv. Eher südlich vom Gebäude oder nördlich? Oder in der Mitte vom Gebäude? Nördlich vom Gebäude. Jack ist eingezeichnet. Hä? Den sehe ich gar nicht. Wo ist der? Komm mal noch ein bisschen weiter rüber. Ah, mich noch. Ist da der Baum im Weg? Ja, ja. Ich gucke jetzt. Ach ja, jetzt sehe ich ihn da unten. Mhm. Yes. Hat auf jeden Fall eine Weste an. Ja, kann aber auch die Geißel sein, sehe ich nicht. Warte mal. Oh, warte, ich gehe rüber. Jetzt. Ja, jetzt habe ich ja so einen scheiß Strohhalm. Oh Gott, ey. Nee. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, ob der eine Waffe hat oder nicht. Ich sehe seine Arme halt nicht. Ja, aber ansonsten ist hier nicht so gut aufzuklären. Wir können nicht in den Innenhof zwischen den beiden Gebäuden gucken, gut. Dann können wir gerne eine neue Spielposition einnehmen. Ja, das würde ich begrüßen. Fährt hier irgendwie gerade ein Quad rum? Nicht, dass ich eins gesehen habe. Ich höre aber irgendwas im Westen. Ich höre mal kurz meinen Sound hoch. Habe ich da nicht irgendwo ein Auto gesehen? Und... Okay, 1 und 2, ist es besser, weiter in den Süden zu laufen oder wollen wir westlich den Bergkamm weitergehen? Allerdings kommen wir da weiter ans Lagerhaus ran, was ich eigentlich vermeiden möchte. Ja, eher westlich, weil dann kann man hier direkt ins Compound reingucken. Dann haben wir auch Sicht auf Compound 2. Ja, dann gibt das so durch.
Vorschlag Richtung Westen. Dann haben wir einen Blick auf den Hof sowie Gebäude 2. Wiederholen wir. Vorschlag westliche Position einnehmen. Dann haben wir Sicht auf Vorhof sowie Gebäude 2. Check, dann geht mal weiter westlich. Wir bleiben hier. Dann geh du mal vor. Achtung, Quad auf Peilung 235. Ist jetzt im Compound bei den Office-Gebäuden. Ja, hab's gerade gesehen, ist gerade um die Ecke gebogen. Check, wir behalten das im Auge. Ihr verlegt mal auf weiter westliche Position. Ja, somit. Hast du es gesichtet? Barrett auf dem Kopf, wahrscheinlich Offizier oder ähnliches. Jo, war auch verletzt. Ja, wir müssen aber ein gutes Stück da lang robben, ne? Wir könnten hochgehen, dann über den Berghang ein bisschen weiter gehen. Ja, meinst du, es geht schneller? Ja, definitiv. Wir müssen jetzt ungefähr noch 500 Meter. Ja, dann lass mal hier. Nicht wundern, wir kommen einmal zu euch zurück, dass wir auf die Position hinlaufen können, anstatt zu robben. Alles gut. Nehmen wir auch die falsche Tarnung an. Wüstentarn wäre besser. Ja, es kommt jetzt drauf an, je nachdem, wo du gerade liegst, ne? Weil hier zum Beispiel wäre wieder Tropen besser. Ja. Ich arbeite gerade an einem paar Standards-Trainings hier. Und ich habe der Griffi nicht mal mit hier rein. Ja. Ein bisschen irritierend, dass ich da hinten eine Militärbasis schweben sehe. Da ist. Ja, guck mal in Richtung 280 ungefähr. Da sehe ich nur die Militärbasis schweben. Da fehlt der Rest. Ja, das ist eine alte Echo-Mission. Ich konnte leider nur Flecktarn importieren wegen den neuen Presets. Das musste direkt in die Karte integrieren. Ich hatte jetzt nur Flecktarn auf dem Standard-Server. Wahrscheinlich. Ja, ja. Bin aber gerade dabei, mit Jan ein paar Standardtrainings hinzuklatschen. Aber besser gesagt, ein paar alte aufzufrischen auf die neue Version. Also, so, ihr könnt auch gerne einmal in das Lagerhaus-Compound rein kicken, ob da was ist. Ja, wir suchen uns gerade eine neue Position, von der wir aus dann einmal quasi längs der Gebäude reingucken können. Jack, ich will nämlich so viel aufklären wie möglich, um nicht irgendwie Besuch zu bekommen noch. Wir müssen aufpassen, hier ist direkt eine Hauptschance. Naja. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da nicht gesehen werden. Komm mal kurz hier so an den Stein ran. Da kommt ein Truck die Straße lang. Zwischen den Bergen, die Hauptstraße nach Norden. Ja, hinlegen. Ja, somit. Wo fährt er hin? Wir sehen den gerade noch gar nicht. Der ist hinter dem Hügel, den sehen wir nicht. Wir sind ein Stück weiter unten als ihr. Wir wollten ein gutes Stück näher ran. Jo, alles gleich, sehr offensichtlich, alles gut. Wir müssen gleich. Das ist eine Scheiße. Ist ja nicht die Hauptstraße weitergefahren? An uns ist er nicht vorbeigekommen, ne. Okay. Wir hätten halt da perfekte Sicht wahrscheinlich aufs Compound, aber ist halt risikoreich bei hinter uns. Ja, über die Straße möchte ich eigentlich ungern gehen. Falls es dazu kommen sollte und ihr trifft irgendwie einen Zivilisten, Hirten, whatever,
erstmal zu unserer Sicherheit auf jeden Fall festnehmen und gucken, ob er irgendwelche Funkgeräte oder so dabei hat und auch erstmal festgesetzt lassen, den holen wir nachher raus, falls er ein Zivilist sein sollte. Naja, somit. Also da auch dann keine Kapriolen, sondern hart durchsetzen. Sollte eine Waffe ziehen, gleich erschießen. Oh, warte. Hab hier schon sich. Ja? Oh, das ist, glaube ich, ein anderes, oder? Da ist ein Truck. Ja, das ist der, den er eben meinte. Ja, durch einen Container gesehen. Ich bleib mal näher ran. Sich natürlich kooperativ, was es angeht, seine Sachen zu durchfilzen, etc. Ihr eins haben einen Truck gesichtet. Fährt jetzt wieder Richtung Norden. Kommt jetzt direkt auf uns zu. Check, legt euch ab, bleibt unentdeckt. Wie viele sind da drin? Ich sichte ein. Ja, nur der Fahrer. Check. Lädt er da irgendwas ab oder was macht er? Der fährt die Straße jetzt einfach entlang. Was der allerdings im Compound gemacht hat, wissen wir nicht. Der ist gerade losgefahren. Ah, da steht ein Fahrzeug mit MG drauf, 50er. Wo ist da? Ja, eins meldet ein Fahrzeug mit MG, momentan umgesetzt. Gebe ja gleich Position durch. Check. 242. Das, ach, doch, das blaue da. Ist das auf der Kreuzung? Nee, das steht in so einer Toreinfahrt. Steht beim bei der Lagerhauseinfahrt, richtig? Ja, genau, in der Mauer, so eine Einfahrt. Gut, Position ist beim Lagerhaus auf Höhenmeter 57 neben dem Waldsymbol bei der Einfahrt. Bitte was? Du hast das Lagerhaus im Blick? Da sind ein paar mehr Lagerhäuser, mein Junge. Von Charkia im Norden das Lagerhaus, was beschriftet ist. Das ist aber nicht das richtige Tor. Das Lagerhaus ist der ganze Compound anscheinend. Oder meinst du das Lagerhaus nordwestlich, was ziemlich langgezogen nach West, nach Ost geht? Ich bestätige das Lagerhaus über der EO, ungefähr 300 Meter. Das sollte das normalerweise sein, oder? Du kannst auch die Entfernung messen von hier aus, ne? Ja, das ist es. Das sind nur 160 Meter. So, also du meinst das Lagerhaus im West, auf der Westseite vom Compound, das ziemlich lange, was ungefähr ja, 70 Meter lang ist, was von West nach Ost steht. Da wo dick und fett Lagerhaus drüber steht. Hä? Das Problem ist, wenn du reinzoomst, verschiebt sich die Schrift. Also du musst mir andere Referenzpunkte sagen. Dann Anhaltspunkt. Geh von der EO ungefähr 200, 300 Meter hoch. Da befindet sich ein großes Compound. Das streckt sich von Westen nach Osten. Im Osten, in der Mitte ungefähr Ausfahrt. Da steht das Fahrzeug unbemannt. Check. In welche Richtung guckt das? Richtung Norden. Check C-Tap. Volltreffer. Nice. Ja, genau das. Das ist die Ecke. Kommunikation ist meinerseits noch ein bisschen... Ja, macht nichts raus, bin auch noch nicht besser. Gut, da hätte jetzt auch gereicht, wenn du mir gesagt hättest, östlicher Zufahrt vom Compound. Lagerhaus. Er steht halt direkt, das steht halt direkt an der Ausfahrt zur Hauptstraße. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen. Ja.
So, aber da wollten wir ja eigentlich gar nicht, da wollten wir eigentlich gar nicht hingucken, sondern wir wollten ja woanders hin. Ja, aber das ist trotzdem wichtig. Das ist richtig. Aber ich meine nur, wir sind ein bisschen. Die Steine davon, das wird nicht interessieren. Wie bitte? Auf 230 ungefähr. Was mit den Steinen? Da haben wir, glaube ich, eine gute Sperrposition von dort aus. Ja, aber ich möchte nicht anders. Ich möchte mich nicht mit dem Rücken zum Lagerhaus stellen. Also wir hätten mögliche Sperrpositionen, weil da sehr viele Steine sind, aber wir wären mit dem Rücken... Fahrzeug aus dem Norden, Hauptstraße entlang Richtung Stadt. Jack, was für ein Fahrzeug? Keine Sicht. Hört sich ziemlich groß an. Ja, das klingt größer als eben. MRAP vielleicht. APC. Truppentransporter. Sieht mehr aus wie ein Repair-Truck. Kann ich nicht sehen, das gepanzertes mit wenig Einsichtmöglichkeiten fährt, aber an dem gemeldeten Fahrzeug jetzt rein. Check, gut. Dann verlegt jetzt mal bitte so, dass ihr wieder Einblick auf den auf die AO 01 bekommt. Beziehungsweise AO 1. Ja, Moment. Okay. Fahrzeug hält. Ja, Fahrzeug ist jetzt, Truppentransporter ist jetzt stehen geblieben zwischen den Containern. Man sieht gerade noch den Auspuff oben rausgucken, wie so ein U-Boot. Lass mal weiter. Ja, jetzt will ich da erst recht im Rücken zu sitzen bleiben. Jetzt ist es natürlich was anderes. Wenn die Idee eben schon beschissen war, dann ist sie jetzt erst recht beschissen. Ah, definitiv. Haben wir überhaupt irgendwo Deckung hier vorne? Auch nix. Deckung, so ein Luxus. Vor uns kommt jetzt ein Weg. Ich hole mal kurz was zu trinken. Ja, wir robben noch ein bisschen. Gebt Sachen an Tobi, weil da dauert nur 20 Sekunden. Was war das? Ich sehe den Truck wieder vollständig. Ja, nee, nicht da liegen bleiben. Oh, Luxus. Deckung. Habe ich auch gerade gedacht, so. Muss mal kurz mit meinem Chat reden. Ach, übrigens, ich stream das Ganze, ne? Samfi, hi. Hi. Ja, der hat geschrieben. Hi. Hi. Oh, hi. So. Jetzt haben wir hier zumindest mal Deckung vom. Drei wieder vom Kreis. Check. Jetzt haben wir zumindest Deckung von denen aus. Jetzt können wir mal wieder gucken, wo wir eigentlich hingucken wollten. Ja, AO1. Ehrlich? Also der Truppentransporter, das war so ein abgedecktes Ding, oder was? Ja, das war Hardcover. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass der besetzt ist und dass wenn Alarm geschlagen werden sollte, dass da auf jeden Fall aus Norden Feinde anrücken können. Ja, ich habe mal ganz kurz mein Köpfchen rausgestreckt. Ja, verdammt. Wir sind aufgeflogen. 3 und 4 nachrücken. Wir haben hier keine Deckung, nicht nachrücken. Ja, ich wollte auch nicht direkt zu euch.
Aber ich hab da noch zwei. Versucht auf jeden Fall erstmal zurückzukommen. Im östlichen Gebäude sowie im südlichen Gebäude. Was ist? Ja, gib das mal durch eben. Eine weitere Feindmeldung. AO1. Östliches Gebäude und ein südliches. Im südlichen Gebäude zwei Feindkontakte, zweiter Stock. Check. Wir sind jetzt gerade 4-5 Leute, aber eigentlich sind wir montags zum Beispiel ja, um die 30 bis 60 Leute. Ich habe eben auch wieder was gehört. Ich glaube, der Transporter hat sich bewegt und hatte einen Soldaten gesehen, der sich gerade im Rücken zu uns befand, aber scheinbar hat der mich gesehen. Also bei den Lagerhäusern, wo wir eben das Fahrzeug gemeldet haben. Ja, kommt bitte erstmal zurück, weil die werden jetzt nach euch suchen. Ja, Stein, hast du noch was gefunden? Ansonsten gehen wir jetzt sofort. Wir müssen gucken, dass wir einen anderen Winkel reinkriegen. Ah, die sind schon markiert. Das sind 3 Mann. Markierung von Süden der Stadt aus den kleinen Feldweg entlang. 3 Mann. Die sind aber schon markiert. Meine Idee südlich von Shakira, ca. 200 Meter ortsauswärts. Ja, positiv. Ja, die haben wir schon markiert. Haben wir schon, ja. Ja, wir gleiten zurück. Check. Weiß ich gar nicht, wie das mit dem Clan geregelt ist, aber ich denke mal so. Arma ist ja ab 18. Kann man links ausweichen? Ja, kann man. Ja, hier ist eine Lücke. Einmal am Boden. Eins und zwei, Frage Status. Zwei am Boden. Wert hart beschossen. Check 3 und 4 Rücken nach. Schwierige Sache bei dir. Ja. Ein Smoken, wenn geht. Ja, wird alles geschehen. Wir kommen zu hart Feuer rein. Aber man muss auch eine gewisse Reife haben. Soll nicht sein, dass du nicht hast, aber ich denke mal. Ja. Ne, in Deutschland ist das Spiel halt ab 18, deswegen muss man sich eventuell ein bisschen daran halten. Gerade ich als Streamer möchte das auch gerne haben, weil wenn ich ein Stream ab 18 mache mit einem Spiel ab 18 und dann hört man dann eine Kinderstimme, ist auch schwierig. Eins noch. Zwei Ausfall. Komm, Tobi. Ja, alles klar. Einnebeln weiter, 3 und 4 Rücken nach. Wir haben hier im Osten ein kleines Gebäude, was kaputt ist. Kriegst du ihn da zurückgezogen, während wir Feuerschutz geben? Positiv. Jack, ich gebe dir das Zeichen. Komm, Tobi, schnell. Gut, 5 Sekunden, dann kannst du ihn zurückziehen. Stimmbruch ist noch nicht. Ha, schwierig. Komm nochmal wieder, wenn der Stimmbruch da war, dann stellt keiner Fragen. Hey, ich meine, in 3 Monaten kann das anders aussehen. Check. Aber du kannst ja mal den German Rangers suchen auf Google. Kannst du die Webseite angucken und dann auch dem Discord beitreten und kannst ja dann mal bei der Führung nachfragen. Ich meine, ich entscheide das nicht. Ich bin nicht. Check. Ich spreche da jetzt nur aus der Streamer-Sicht. Wir laufen trotzdem noch ein Stück weiter. Ich will hier nicht bleiben. Wir haben unseren Mann, ziehen uns jetzt erstmal weiter östlich zurück zum Fahrzeug. Gut, wir laufen weiter Richtung Osten.
Check. Wir heilen erstmal Stamina. Unseren Mann hoch und dann werden wir mal die Gase rausholen. Wie viel konntest du ungefähr ausschalten, ihr beide? Ein Mann. Check. Lauf mal Richtung Fahrzeug. Grob. Ich könnte jetzt einfach im Wald Halt machen, mich da hochheilen. Ich hab zumindest einen Deckungsvorteil. Und nicht so krass Skyline am besten. Meist immer so laufen, dass du rechts oder links von dir einen Berg hast, den Hügel. Check. So sieht's gut aus. Ja gut, leg ihn mal ab hier hinterm Stein. Ich glaube, das sieht ganz gut aus hier. Und dann beginnen mal die Sanitätsgedönskram. Gedönskram. Sanitätsgedönskram. Oder was? Einfach zwei Typen. Und ein Pickup. Mit MG? Nee, dann wär's dann Tätig. Wow. Okay. Mahlzeit. Das musste mal erzählt werden. Oh, mach das Ding aus. Das verrät uns ja instant. Status Paddy hat keinen Puls mehr, ich für halbe aus. Check. Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Selbstständig Puls. Entschuldigung. Uch. Natürlich hat er nicht. Ja, Thorax-Situation. Festziel hänge ich gerade dran. Und gucken wir nochmal über die Atemwege. Kopf zur Seite drehen. Beep, beep. Oh. Gott, oh Gott. Ich habe mir noch ein Energy Full reingezogen. Was bin ich denn so müde gerade? Oh Mensch, da haben ja viele beim Training mitgemacht. Von Alpha und Charlie. Was da übrigens piept, das ist das Pulsoximeter. Es misst den Sauerstoffgehalt und den Puls halt.
Es bleibt mir nichts übrig als warten. Jo. Ja, wie Jogi. Wo? Links hinter dir. Links? Vor dir, ja. Er ignoriert mich. Ich finde da gerade das Unsichtbarkeitstool nicht. Hallo Yogi! Ist Paddy wieder da? Ne, aber dürfte gleich sterben. Warte mal das. Oh! Hallo. Oh, hallo. Paddy steht wieder. Ich habe eine leichte Zyanosis. Wohin, was ist denn hier los? Ja, du bist auch nicht auf Sauerstoffsättigung. Das passt aber. Es geht ja jetzt wieder hoch. Okay. Kann man wieder verlegen. So, Paddy, bist du wieder fit? Mehr schlecht als recht, aber ja. Dann möchte ich gerne jetzt, dass wir auf den auf die AO1 vordringen, auf den Geisel-Compound. Dazu 1 und 2 mal eine Route einzeichnen. Ich hatte gedacht, dass wir jetzt südlich laufen und das offene Feld mit den ganzen Bäumen und Gestrüpp im Südosten benutzen von der AO1. Zeichne da mal eine schöne Route ein. Wir müssen die allerdings, glaube ich, auf dem Weg anpassen, wegen Schilf und so weiter. Das so mit? Ja. Überprüfen die Route. Gut, dann Echo Marsch. Eins geht. Zwei. Drei. Wir bleiben erstmal geduckt. Ich weiß nicht, wie weit die jetzt schon vorgedrungen sind, um uns zu suchen. Bei dir hast du noch Schmerzen? Ja, ja. Okay. Hau dir doch mal auf ihn rein. Na, ich hab noch nicht. Ich hab noch Zyanose. Stein, wieso laufe ich schneller als du? Was mache ich falsch? Das ist ein ziviles Fahrzeug. Vielleicht brauchst du die Waffe nicht mehr. Dann kommen wir dort. Doch, doch, alles gut. Bin halt einfach schneller gerade. Guck mal, wir können ja am besten das schöne Schilf da benutzen und die Mauern. Dann müssen wir halt den crouchen, irgendwie sowas. Copy that. Ja, nochmal zur Info, die Geister soll wohl bunt gekleidet sein, also so ADAP-Anzüge, weiß ich nicht. Und ich glaube ein lila war das oder so. Orange. Also sollte der Mann schon auffallen. Hebt sie also ab von den Soldaten um ihn herum. Yes. Könnten auch, wenn gerade die Straße frei ist. Müssen wir da nicht rüber? Wir nehmen links das Schilf noch mit. Machen wir ein bisschen Deckung. Check, machen wir. Ist auf jeden Fall sicherer. Da wir momentan noch keinen Zeitdruck haben, ist das okay.
Ja. Oh ja, ist ja gut jetzt. Ich auf zu husten. Position halten. Zwei. Vor uns befindet sich jetzt gleich die Schwarte. Ich würde sagen, dass wir uns in zwei, dass ich und ein, zwei Echo so vorne mit gehen. Ja, überspringen auf jeden Fall. Mal, wenn wir jetzt hier weitergehen, macht das auch keinen Sinn. Ja. Das ist alles blöd. Müssen wir mal gucken. Wir können an den Mauern uns an den Mauern langhangeln versuchen. Eins geht. Ich habe gerade Info bekommen, dass wir zur Ablenkung einen Schützenpanzer auf der Tankstelle zwischen Shakir und Atrakia haben. Den können wir benutzen zur Ablenkung. Also ich denke mal, wenn wir in den Compound gehen, können der uns gut unterstützen. Können ruhig weitergehen, ne? Das war nur eine Information. Oh, eins geht. Zwei. Kilo Feko. Drei und vier. Ich würde das Angebot gerne annehmen, sobald wir den Compound angreifen, dass die dann ein bisschen für Ablenkung sorgen. Dann ab den Schilf überspringen. Also 1 und 2 zuerst. Zeitruppe 1, weit machen zum Springen. 1. Dann Sprung, Marsch, Marsch. Zeitruppe 1 steht. Zeitruppe 2, Sprung auf, Marsch, Marsch. Weiter. Also zwei. Position halten, offenes Feld vor uns direkt. Ja, wir versuchen so zu laufen, dass ja, man kann es nicht ganz vermeiden, ist so. Wir haben doch zum Compound hin ziemlich viel Schilf und so, also ich denke mal, die werden uns nicht kommen sehen. Okay, dann. Eins geht. Zwei. Drei. Ich will jetzt auch ehrlich gesagt nicht den ganzen Weg kriechen. Ich auch nicht. Aber jetzt haben wir definitiv die falsche Tarnung an. Ja, das stimmt so. Was denn? Guck mal, da rechts, da haben wir Bäume und Schilf. Office Building. In der oberen Etage sind noch vier Mann, jeweils in vier Räumen. Ja. Jetzt auch mal wieder in die richtige Richtung, ne? Mm.
sieht halt, dass wir gar nicht über die Straße hätten gehen müssen. Du bist irgendwie so ein bisschen von deiner Route abgekommen. Ein paar Meter, ne? Guck mal, dass wir gleich wieder irgendwie darüber kommen. Ja, da gibt es in 50 Metern eine Möglichkeit. Jack. Da hier rechts halten. Guck mal da. Ja, stimmt. Da können wir rüber zum Bäumchen da und genau. Von da aus weiter. Gut, dann gleiches Spiel wie eben. Sagen, Referenzpunkt ist Strommast. Eins mit. Position hier halten. Zeitdruck 1 breit machen, so springen. Nein. Sprung auf Marsch, Marsch. Zeitdruck 1 steht. Zeitdruck 2, Sprung auf Marsch, Marsch. Sobald wir da sind, können wir direkt weiter. Hast du deine Route wieder aufgenommen oder angepasst? Okay. Angepasst noch nicht. 1 geht. 2. 3. War jetzt auf jeden Fall die sicherste Route, finde ich. Also, gut gemacht. Marsch, Marsch im Stehen. 2. 3. 4. Und wieder abdocken. 2. 3. 4. Auf und nieder, immer wieder. Man muss sich den Weg anpassen. Gut, Gruppe halt. 2. Vor uns Freifläche. Gut, Schwungziel ist Schilf. Bäumchen? Ach, Schilf. Okay. Würde ich jetzt so sagen. Ja, das kriegen wir hin. Machen wir mal anders vom Teil 2 zuerst. Alles klar. Dann warten wir jetzt mal im Stein. Da tut so Sprung auf, Marsch. Ah, der hat auch ein bisschen Langeweile, oder? Wer? Der duckt sich die ganze Zeit auf und ab. Ja, ich hab auch gedacht, der humpelt da durch die Gegend. Da tut so steht, ihr könnt. Da tut 1, weil machen zum Sprung. Wir kommen mal hier rüber kurz. 1. Sprung auf Marsch, Marsch. Man kann von hier aus den Compound sehen. Guck mal, ob du da was siehst. Wir sind da. Check. Compound voraus, ca. 200 Meter. 400 Meter, sorry. Gut, dann gucken wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Steinpaddy, ja. Guckt euch da mal was aus. Ich hätte gesagt, wir nach vorne gehen, Paddy. Ja. Fahrt, Helikopter oder Fahrzeugaudio. Erstmal kurz ablegen. Hat sich aber noch schon was Dicken angehört. Ah, hört sich nach dem Quattern. Ich bin fasziniert, dass ihr das hört. Ich höre das gar nicht. Das Spiel auch voll laut. Ich auch, dafür höre ich. Ich höre Musik. Hä? Tobi!
Gut, fertig, du siehst den Busch da vorne. Nein, warte mal. Hört man das so eher? Alter, das ist rot, da bin ich ballern. 25 Meter. Meinst du, so habt ihr euch da schon was rausgeguckt? Wir gucken gerade. Weil wir sind wir gucken gerade. Geschützte Vegetation von den Gebäudenfenstern. Ja, ich würde auf jeden Fall. Achtung, Zivilist, abducken. Ablegen, meine ich. Fährt nach Osten weg. Ist ein Motorrad. Ja, Motocrossbike. Zivilist mit Helm, aber. Ist da bitte eine Fragezeichen? Nein. Schade. Kriegsverbrechen on point. Hält am Haus an. Und geht jetzt rein. Loot und Level. Hat das Haus Fenster? Das ist eine Ruine, das ist überall offen. Ich kann sein Köpfchen sehen. Er guckt in unsere Richtung. Na super. Gut, dann gehen wir erstmal zurück ins Schiff nach Südosten. Achtung, jetzt abgestiegen. Da war doch gerade. Hä? Was meinst du mit der abgestiegen? Der läuft gerade im Haus hin und her. Obere Etage. Ne, geht wieder runter. Ich glaube, das ist ein Bauherr. Ja, okay. Lass uns trotzdem mal nach Süden ausweichen und gucken, ob wir irgendwie andersrum kommen. Warte mal. Achtung, guck in unsere Richtung. Ich glaube, der will wieder. Ja, der steigt wieder auf sein Bike. Der wird uns nicht sehen ohne Fernglas. Dazu sind wir gut getarnt. Gut, dann hier eins, wir gehen erstmal Richtung Südwesten Schild weiter. Check. Gehen wir mal auf Marsch runter. Hier eins halten. Nächste Vegetation 25 Meter entfernt. Jack, springen wir wieder rüber. Du eins zuerst. Ja, bereit? Denk eins. Dran, geduckt diesmal rüber. Dann, ja, geduckt, Marsch, Marsch. Halt, ob eins steht. Erstmal unter Deck bleiben. Ablegen. Sieht denn einer optisch? Negativ. Tobi, setz dich mal hin. Ich sitze, ich sehe nichts. Sieht den irgendeiner? Warte, ich guck grad. Keine Pflicht. Also an seiner Hütte ist auf jeden Fall nicht mehr. Gut, Tentatrupp 1, die springt erstmal weiter. Wir bleiben hier, gucken mal, was der Typ macht. Wir können jetzt nicht die ganze Zeit uns an unseren Zivilisten halten. Ja, dann springen wir jetzt von Pflänzchen zu Pflänzchen. Ja. Wir können schon direkt rüber zum Baum. Ich höre ihn gerade. Ja, der fährt hinter den Filtern. Da, ich sehe ihn wieder auf 260. Richtung Westen weg. Haben keinen Tischkontakt mehr, könnten jetzt springen. Dann rüber zum Baum. Marsch, marsch. Halt, ob 1 steht. Halt, ob 2, Sprung auf Marsch, Marsch. Ach ne, er fährt auf der Straße entlang Richtung Süden. Halt, ob 2 steht. Hab ihn optisch.
lasst euch von denen nicht zu oft ablenken, reicht, wenn einer dann guckt. Ist das ein Wechsel? Steigt der jetzt um auf ein Auto? Wir gehen jetzt weiter, müssen wir näher ran jetzt da. Wir gehen jetzt auf Peilung 288 zum Schilf. Datum 1 zuerst. Alles klar. Wo? 288? 288 das Schilf. Ja, alles klar. Datum 1 bereit zum Springen? 1. Sprung auf Marsch, Marsch. Nein. Ah, Tatrobein steht. Dann so Sprung auf Marsch, Marsch. Bevor er umdreht. Achtung, guckt in unsere Richtung. Der kann uns kaum erkennen. Ja, fuck. Egal, wir gehen jetzt im Schiff weiter. Hoffen wir mal, er wird uns nicht gesehen haben, mal gucken. Wenn ob 2 steht. 1 geht. Abgedruckt, weiter, Marsch, Marsch. Nee, negativ, Marsch. Alles klar, Marsch. Dafür sind wir zu nah am Compound. Falls er herkommt, festsetzen, fesseln. Ja, je nachdem, ob er kooperativ ist. Sollte er nicht anhalten, mit dem Quad Feuer eröffnen auf die Reifen. Falls er zu uns fahren sollte. Okay, erst ja, positiv. Halt. Echo halt. Im Schild, Echo halt. Gucken, was er macht. Der ist auf jeden Fall, der lenkt auf jeden Fall mit seinem Motorengeräusch Aufmerksamkeit in unsere Richtung. Bleiben Sie mal bitte stehen. Bitte helfen Sie mir. Ich mach mal eben den Motor aus, ja? Er spricht Deutsch, alles klar. Ja, was ist denn ja, los? Auch, oder? Ein guter Freund von mir ist, der hatte einen Unfall, oder wie ist sie denn? Wir helfen nicht. Der ja. Der ist in die Lebensgefahr. Ja, aber wenn er einen Unfall hat, so haben Sie hier keinen Sanitätsdienst. Nein, haben wir nicht. Wir waren hier terrorisiert. Er ist wahrscheinlich aus Panik aus der Stadt gefahren. Ja, bleiben wir bitte so stehen. Ich würde Sie einmal abtasten, Ihre Taschen kontrollieren. Ich hab nichts dabei. Ich würde. Naja, ich taste Sie mal kurz ab. Ja, okay. Ist soweit sauber. Ich hab doch gesagt. Okay. Ja, lass ihn frei. Er darf fahren. Ja, fahren Sie, wir können Ihnen leider gerade nicht helfen. Was sind Sie? Sag Ihnen, er soll bitte nach Osten wegfahren. Fahren Sie bitte in Richtung Osten weg. Osten? Wieso Osten? Ja, weil das hier ein gefährliches Gebiet ist. Ja, ich weiß, können Sie mir helfen? Nein, wir können Ihnen... Ich bin Scharfschütze. Das ist richtig. Ich soll die Stadt verlassen, weil hier gerade von Rebellen belagert wird. Und er soll sich im Osten aufhalten. Ich bin Scharfschützen am Berg, die beschießen mein Haus. Ja, wir sollten auch hier nicht lange stehen bleiben und machen Sie auch bitte den Motor aus von Ihrem Motorrad. Ja, ich fahr gleich weg, weil es sehr gefährlich ist. Ja, dann fahren Sie jetzt bitte Richtung Osten weg. Sag ihr, okay. Hilfe beim Flughafen, da sind deutsche... Beim Flughafen haben wir Hilfe, da haben wir auch erste Helfer. Welche Flughafen? Hier, wir haben hier den Flughafen. Ja, den großen Hauptflughafen zwischen Telos und Gravia. Okay. Haben die auch Rettungs... Ja, die haben auch Rettungssanitäter. Okay, ich hole da jemanden, okay? Ja, fahren Sie von hier aus aber Richtung Osten und dann den Bogen drumherum. Muss aber Norden fahren. Ja, aber Sie dürfen da jetzt nicht lang fahren, sonst werden Sie abgeknallt. Da sind, Okay, ich höre es nicht. Alles klar. Ja, viel Erfolg für Sie und Ihrem Freund. Okay. Gut, weiter verlegen. Das hat gerade ein bisschen zu lange gedauert.
Eins geht. Marsch. Zwei. Hat er irgendwas gesagt? Ja, sein Freund ist schwer verletzt. Irgendwas von Scharfschützen hat er erzählt. Und, ja. Okay, also hat er uns Informationen quasi zukommen lassen. Ja, genau. Dass sein Freund von Scharfschützen erwischt wurde. Ich wollte es erhalten. Fragfläche direkt vor uns. Sicht auf Compound. Check. Wir gehen hier bei den Bäumchen weiter. Alles klar, eins geht. Abgeduckt, Marsch. Zwei. Drei. Ja. Hattest du ihm gesagt, dass... Ich habe ja jetzt gesagt, deutsche Kräfte am Flug. Hast du ihm gesagt, dass da deutsche Kräfte sind oder dass er da Hilfe kriegt? Ich habe ihm gesagt, da sind Leute von uns, die ihm helfen können. Na gut, okay. Scheiße. Da habe ich mich ein bisschen versabbelt. Ich hätte sagen sollen, dass er da Hilfe kriegt, einfach. Da steht jemand im Fenster, Zurückstein, Zurückstein, Zurückstein. Wir halten uns östlich. Östlich? Das ist hinter uns? Hier, auf der Ostseite von den Bäumchen. Ja, die Person, die da im Fenster stand, ist jetzt auch weg. Ja, das ist so mit. Wir sind ca. 200 Meter südöstlich von der AO und Check, dann soll er jetzt losfahren. Willst du an die Mauer ran? Weiter, Leute. Wir können hier die Wolken nutzen zur Deckung. Guck mal da auf 010, wo Pedigas hinläuft. Paddy, übernimm mal kurz eins. Wir kriegen gleich Suppression Support von einem APC von uns, beziehungsweise Ablenkungsmanöver wird da gestartet. Check. Gut, dann drüber springen zum nächsten Busch. 1 und 2. Ja, okay. 1 und 2 stehen. Gut, ran an die Mauer, linke Seite. Okay, Stein, Sprung. Nein. Nee, wir gehen zusammen, alles gut. Lass gern wieder nach vorne, Stein. Ich möchte jetzt erst nicht geballert werden. Weiter. Nein, du übernimmst die Baller. Ja, gut. Achtet drauf, dass ihr auf Lösung seid. Auf der Tür 50 Meter vor uns. Direkt in die AO rein. Check. Das Gebäude links von uns leer. Wir warten. Ihr hört den Schützenpanzer wahrscheinlich. Achtung! Halt! Feindkontakt Richtung 200. Wie viele? Das sind die zwei markierten. Die behalten wir mal im Auge. Sobald der APC anfängt zu schießen, möchte ich, dass wir in das Gebäude reinstürmen. Das ist nämlich dann unsere Ablenkung. Was ist mit dem Gebäude links von uns? Ist das leer? Wirf doch mal einen Blick rein, Paddy. Stoppe. Ja. Helm. Helm aufsetzen, genau. Keiner drin. Gut, dann 1 und 2 wieder in Reihenfolge aufstellen. Ich höre ein Motorgeräusch. Ja, das ist ein APC. 1 geht. Tobi, Blick auf die beiden an der Straße. 2. Gut, jetzt an den Compound ran. Unsere Freunde bewegen sich da hinten aber noch nicht. Aufstellen rechts erstmal. Tobi, wir beide nehmen die Leute mal raus. Nur den rechten, nicht den linken. Patrouille an Straße rausgenommen. Aufstellen rechts.
Ja. Eindringen, Blend. Ich schmeiß die Blendgranate, wa? Ja. Ja, Moment. So, hab sie. So, bin bereit. Okay. Dann 3, 2, 1. Blend. Versammelt. Rein, 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 rein. Offene Tür, Durchgang, See, Feindeinheit. Bekämpfen. Bekämpft. Gut, Aufstand rechts, Eindringen ohne. Ihr fließt sofort links rum, 3 und 4 decken rechts rum. 2. Ausführung. Ein. Mehrere Türen. Gang rechts leer. Ja, Stein, dann fangen wir hier mit der ersten Tür an. Eigenständig die Türen sichern, 3 und 4 sichern Flur. Ja, Stein, dann hinter dir die Tür. 2. Genau, Paddy, koordinier das ein bisschen, wie er es macht, Eindringen, Eindringen ohne, Eindringen Blend, whatever. Feind draußen. Ja, wir sehen durch die Fenster beide Fahrzeuge, die wir vorhin mal gesehen haben. Hinter den einen Fahrzeug ist ein Feind. Was mit Cap? Ne, lebt noch, oder? Ne, der lebt noch. Ich sehe nur seine Füße. Feind bekämpft. Hat er am Boden. Was war eigentlich falsch, dass ich jemanden abkriege? Was ist da los, 1 und 2? 2 am Boden, ein Feind draußen bekämpft. Ne, 2. Jack, zieh in den Flur raus und dann im Flur behandeln. Uiuiui, Entschuldigung. Wie schlimm? Hat nur ein Trauma. Hat nur ein Trauma. Dann bannen. Das ist ein bisschen beeilen, der APC hält nicht mehr lange durch. Und ich möchte eigentlich mit der Ablenkung abhauen, dann auch. Ach komm, steh auf. Was schätzt du, wie lange brauchst du noch? Er hat nur ein Trauma. Ah, check. Steh auf, mein Junge. Aua! 2 geht wieder. Au! Warte, ich. Naja. Wo kam denn der zweite her? Nein, ich bin so mit. Wir versuchen unser Bestes. Gut, 1 und 2 weitermachen mit den Räumen. Stein? Ja. Hast du die Tür hier schon gemacht? Jack, ihr könnt die beiden letzten Türen machen. Nein. Ja, 2. Clear. Dann aufstellen wieder in der nächsten Tür. Auf 3. 1, 2, 3. Alles gesichert. Am besten sind gesichert. Gut, dann gehen wir weiter. Die beiden letzten Türen noch. Achtung, warte. Tobi, wir stellen jetzt den Treppenhaus mal auf. Links offen. Sicherst du die Treppe? Eins. Naja, erst. Clear. Dann bereit. Untere Etage soweit clear. Gut, dann 1 und 2 nach oben.
Hans. Weil bei einer Treppe entscheidest du, was ihr macht, ob eine Blendgranate oder nicht. Und du wirfst auch die Blendgranate dann. 2G. Also entscheide, was du machst. Ja, du gehst vor. Gerne melden. Kann einzig, Gang rechts, Gang links sicher. Tobi, bleibst hier unten. Oder kommst du zum Beschuss aufhalten? Gekämpft. Denkt an die Sicherungsposition. Tobi, Treppe. Linke Seite erst. Ich mach den Flur. So, direkt die erste Tür hier. Eins. Zwei. Jetzt die andere Seite. Ja. Eins. Zwei. Ist verwundet. Am Wanderschirm. Geh schon mal zum Wechsel. Durch. Eins. Benutzt auch gerne mal Blendgranaten. Dann machen wir jetzt mal mit Blend. Du wirst, ich mach auf. Zwei. Blend. Bei Einstellung auf dieses Fahrzeug, das ist nur eine Person gewesen. Zugang zum Balkon. Kurz warten, muss mich versorgen. Naja, muss auch gestitcht werden, aber geht. Okay, machen wir weiter. Zwei. Zwei. Wir haben die Einheit, die Geisel. Jack festsetzen. Haben noch ein paar Räume, die nicht geklärt sind. Weiß ich. Übergibt die 3 und 4. Na, ich stell die hier oben im Durchgang hin. Hier, hab was für dich. Da steht die Scheiße. Ja, Jack, wir haben die da steht die Scheiße. Gefunden. Ja, ich übergebe sie euch. Angehen oder sollen wir noch das andere Gebäude klären? Komm, aber hier noch eben fertig und dann ist gut. Hatten wir noch Informationen, wie die Geisel aussah? Ja, ja, bunt gekleidet. Es handelt sich nur um eine Geisel anscheinend. Wir holen ihr sichert jetzt die beiden Räume und dann hauen wir ab. Du machst jetzt auf, ich gehe rein. Zwei. Clear. Eins. Zwei. Bald bekämpft. Raum clear. Gut, dann abfällig nach Schema, wir gehen so raus, raus, wie wir reingekommen sind. Vier nimmt die Geisel. Eins geht raus. Hier haben wir dann jetzt Diamantformation, ne? Genau. Steht am Ausgang. Gut, raus. Das ist die Ablenkung. Nochmal zur Aufstellung. Eins vorne, vier in der Mitte, links die drei, rechts die zwei. Und auf Marsch, Marsch. So, wir gehen jetzt östlich raus, dann hoch Norden zum Fahrzeug. Eins mit. Kann man rechts das Schild wieder mitnehmen? Ja. Ein bisschen mehr Deckung mitnehmen, als wie wir hingekommen sind, aber sonst können wir einfach so zurück.
Ich vermute mal, die haben noch gut zu tun mit dem APC und werden den Fokus wohl darauf legen. Sehr gut. Noch ein Stück zurückfallen lassen. So ungefähr auf meine Höhe. Ah, genau. Das sieht gut aus. Meine Information stimmt, dass sie einen Scharfschützen haben. Ansonsten ist hier gerade ziemlich. Ja, die Scharfschützen habe ich schon in der Karte eingezeichnet. Alles gut, die sind ein bisschen weiter weg. Positiv. Ja, mit ganz im Westen. Hinter uns Geschoss aus Compound, vermutlich. Jo. Gut, hinter dem Gebäude gehen wir dann hoch nach Norden zum Fahrzeug. Erstes oder zweites? Das ist kaputt hier. Das von unserem Zivilisten eben. Genau, dann können wir uns mal angucken, was wir da gemacht haben. Jetzt macht gleich Bumm. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Hä, Minen gelegt, genau. Ich mein, das sind gute Aufklärungsposten da. Nee, nee, nix Boom. Wollen wir keinen Boom. Ah ja. Ah, das sind die Scharfschützen. Die haben aber großes Kaliber dabei. Jo, links. 12,7 mm. Nein! Er schießt auf uns. Einfach weiter. Linke Seite, oder? Check, das sind die, wie angezeichnet. Ah, ja, genau, werf doch mal ein paar Smokes. Eins ist out of smokes. Schön per die. Jetzt haben wir denen auf jeden Fall die Sicht genommen. Ehre genommen. Und die Ehre genommen. Das war eh Yogi, weil der Sniper saß nämlich jetzt gerade auf dem Stein. Ich hab's gesehen. Yogi, der alte Heckenpenner. Heckensniper. Bevor die KI auf den Stein geht, ist der Stein kaputt. Ja, aber ich möchte jetzt keinen Headshot. Das ist in Außensicht. Mit dieser Glocke da mit dem Kreuz oben drauf fühlt sich Yogi doch wie zu Hause, oder? Justin, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, dieses Ding mit der Glocke und dem Kreuz oben drauf, ne? Das müsste Yogi doch wie zu Hause vorkommen. Wäre geil, wenn er mal gegen die Glocke schießen würde. Ja, ein bisschen Ehre habe ich. Ah ja, ein ganz kleines bisschen. Geisel zuerst rein und dann hauen wir ab. Eins übernimmt Norden.
Geisel drin? Tobi, du bist gemutet? Ja, ist rein. Gut, Echo aufsetzen. Zwei Sitz. Eins Sitz. Drei, let's go. So wie wir gekommen sind. Ist auch schön, dass du Let's Go sagst, wenn du als letztes einsteigst. Weil ich da draußen war, als du Let's Go gesagt hast. Ah, komm. Du sitzt da drin, das ist ja Hauptsache. Ja, aber losgefahren, als ich die Animation kam. Ich dachte eigentlich auch, dass du schon drin sitzt mit der Geisel. Siehst du, ich hab's doch gut abgetimt. Ja. Nee, nee, es ist nur die Geisel, sollst du erst rein. Okay. Du steigst automatisch mit ein, weil du der Letzte bist. Deine Mutter. Die macht auch mit? Ja. Die ist die Sonne. Oh, die große Krabbe. Hat sie sich was Gelbes angezogen heute? Ja. Wenn es dunkel wird, was Graues, Schwarzes. Geisel fliegt wohl, was? Nein, die ist bei uns im Auto. Ui. Hey, wir sind wieder auf der Straße. Oh, Mann. Da steht einfach ein Wagen mit Maschinengewehr auf der Straße. Hinter uns. Hä? Naja, war nicht besetzt. Haben wir nochmal Glück. Alles richtig. Was habt ihr gespielt? Minecraft? Nur so, oder? Ja. Vanilla mit Shadern und dann ein bisschen gebaut. Hm. Bist du auch jedes Mal die Shader erwähnen musst, wenn du Minecraft spielst? Ja, es ist mehr als wenn. Ja. Ja, Minecraft muss wenn schon schön aussehen. Ist halt eine Information, die ich halt mitteilen will. Ja. Hier. Oh, was fährt denn da vor uns? Ist unser Freund? Ich brauche ja nicht fragen. Ja, das ist unser Freund der Artus. Ah ja. Ich glaube, wir können den Kollegen überholen, wir haben eine Geisel. Ja, wir fahren aber jetzt direkt weiter. Ah, verdammt. Ja. Wo sitzt denn im Fahrrad? Man sieht gar nicht, weil er so klein ist. Zum Stützpunkt hier lang. Ja, das ist. Schön fein, Maki. Ein Freund! Oh oh, oh oh. Oh. Ja, fahr rein. Ja, wir fahren hier jetzt einfach rein. Einfach rein. Pack rein den Stuff. Oh, da steht ein Yogi. Oh, jetzt aber. Und absetzen.
Einmal die Geisel rausholen. Drei Sachen. Jetzt ist Jogi noch ein Verräter. Oh, ich die Geisel. Das war's jetzt nicht so. Hallo, hier ist seine Geisel. Yay! Lebt sie noch? Nee. Deswegen bewegt sie ihren Kopf noch. Lebt nicht, Jungs. Was ist da los? Auftrag verfehlt. Ich glaube, da möchte jemand sich auch einen Kopfschuss einfangen. Ja, nee, Spaß. Warte. Nee, Spaß. Okay. Okay. Gut, Einsatz beendet. Ja, wenn von meiner Seite aus. Machen wir im Test. Ja, dann können wir ja Yogi ausloggen. Oh, da kann man Sport machen. Ja, kann man. Ja, lass uns mal auch in den Channel gehen. Justin hier, was? Ist das doch viel zu viel. Verdammt! Ja, so ein Scheiß. Naja, dann. Hab mich gefreut. Gute Arbeit. Danke.